Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und mit unseren regulären Echtzeitfolgen machen wir gerade eine kreative Pause bis Ostern. Aber hier ist ein kurzer Mutmacher für dich. Wovor hast du gerade Angst? Vielleicht machst du dir gerade Sorgen um deine Zukunft, unsere Zukunft so als Gesellschaft. Vielleicht ist es auch die Untersuchung bei deiner Ärztin, die bevorsteht, oder das schwierige Gespräch im Job oder ein Beziehungskonflikt oder wie du wirtschaftlich über die Runden kommen sollst. Ich glaube, all diese Dinge, die kommen immer wieder vor. Und ich kenne die auch. Die sind normal. Und auch Leute, die an Gott glauben, haben Angst, kennen Angst. Aber Leute, die glauben, kennen noch etwas Zweites. Einen Weg aus der Furcht. Einen Weg durch die Furcht hindurch. Und der beginnt damit, das vertrauensvolle Gespräch mit Gott zu suchen. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, gibt es einen Vers, der das zum Ausdruck bringt. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also, wenn Gott im Gebet dein Herz berührt, deine Seele berührt mit seinem Geist, dann ist das eine Chance auf Kraft, auf Liebe, auf Besonnenheit. Und das ist der Anfang vom Weg heraus und hindurch durch die Furcht. Wenn du magst, bete ich gern für dich, dass du auf diesem Weg ein Stück vorwärts kommst. Gott, danke, dass du nicht daran interessiert bist, dass wir Angst haben. Aber dass du uns genau kennst und weißt, dass wir einfach ängstliche Wesen sind und es genug in dieser Welt gibt, wovor wir Angst haben können und manchmal auch müssen. Aber danke, dass es da noch was Zweites gibt, nämlich deinen Geist. Danke für alles an Liebe, an Kraft und Besonnenheit, was du schenken möchtest. Und es ist mein Gebet, dass du das jetzt tust. Amen. Und Gottes Segen möge dich auf diesem Weg begleiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.